So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 2. Februar 2023. Verzeihung. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einordnen, was da gestern mit der Fed passiert ist. Eigentlich war das ein perfektes Umfeld, so, und das auch, was kommuniziert worden ist. Was hätte einen Abverkauf nach sich ziehen sollen? So wirklich eine bullische Reaktion gab es eigentlich auch nicht. Also initial jedenfalls, ausgehend von den, ich sag mal, von den Äußerungen, von der Leitzinsentscheidung grundsätzlich selbst. Es war eigentlich alles so wie erwartet, ist geliefert worden, bis dann Jay Powell vor die Presse trat. Und ich möchte mal so sagen, es wurde offensichtlich nur ein Satz gehört. Es wurde nur ein Satz gehört, der gesagt wurde. Alles, was sonst gesagt wurde, wie beispielsweise, ja, ich fasse es mal so zusammen. Ich habe das ja jetzt in englischer Sprache nicht, aber also es wurde über weitere Zinsanhebungen gesprochen. Es würde darüber gesprochen, eine angemessene restriktive Haltung zu erreichen oder beziehungsweise zu einer solchen zu gelangen. Die weitere Richtung ist restriktiv, sagte man, und man versucht seitens der Fed jetzt zu beurteilen, wie viel restriktiv denn dann genug ist. Das in Kombination mit eben dem, was gelaufen ist bis dato, bis jetzt, also bis dato gelaufen ist, sprich das, was wir bis dato im Jahr 2023 zu sehen bekommen haben, hätte eigentlich alles in Summe für einen schärferen Rücksetzer gesprochen. Flush mindestens, eher Abverkauf unter die 4000er-Marke. Ihr habt es aber gestern schon hier im Morning Meeting sicherlich gemerkt, ausgehend von dem Gameplan, den ich zusammengeschrieben habe. Ich hatte gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt irgendwie ganz konkret sagt, ab der zweiten Jahreshälfte wird es Zinssenkung geben oder dergleichen. Wurde ganz konkret nicht gesagt. Es wurde ganz im Gegenteil so gesagt, es sind weitere Zinsanhebungen denkbar. Weitere Zinsanhebungen im aktuellen Kontext nach 25 Basispunkten bedeutet, es bleibt nicht nur bei 25 Basispunkten, sondern man sagt dort ganz konkret, es gibt auch darüber hinausgehend weitere Zinsschritte, die uns dann somit zu einem Leitzinsniveau über 5% führen. Das ist das, was da ganz konkret gesagt wurde. Also, Verzeihung. Diese Dovishness, die spiegelte sich dort in keinster Weise wider. Ich sagte, es ist eher so wahrscheinlich, dass man was sagt, was wir bis dato schon wussten, was eigentlich nichts wirklich Neues ist, dass es infolgedessen einen kurzen Flush gibt auf der Unterseite und dann abzuwarten ist. Kommen jetzt Käufer rein oder kommen keine Käufer rein? Und naja, es kam Käufer rein, es kam sogar sehr deutlich Käufer rein, denn das, was der Markt dann hörte, war das, was Jay Powell darüber hinausgehend noch sagte. Er sagte nämlich, ein Moment, ganz konkret, man kann jetzt zum ersten Mal sagen, der desinflationäre Prozess, disinflationary, das war das Wort, das dafür genutzt wurde, hat begonnen. Das ist das, was der Markt gehört hat. Also das heißt, die Inflation, man hat sie einfangen können oder eindämmen können infolge der Leitzinsanhebung, der aggressiven, restriktiven Geldpolitik, die wir über das Jahr 2022 zu sehen bekommen haben. Man hat sie noch nicht unter Kontrolle bekommen, aber der disinflationäre Prozess hat begonnen. Das ist das, was Jay Powell sagte. Und diese disinflationäre Tendenz, die wir ausmachen können, wurde dahingehend interpretiert, dann sind wir fast fertig. Also offensichtlich hat man der Inflation Einhalt geboten. Jetzt ist also geldpolitische Lockerung beziehungsweise vielleicht darüber hinausgehend sogar nächstes QE-Programm. Soweit wollen wir jetzt noch nicht gehen an der Stelle, aber ich will ja ganz ehrlich sagen, die Spannungen im Finanzsystem, die müssen nur groß genug werden. Dann wird auch ein QE, ein weiteres QE oder eine Ausführung, Ausweitung des QE nach einem kurzen, jetzt mal restriktiveren Kurs, Querstrich, Tightening, Quantitative Tightening, also Reduktion der Fed-Bilanz, wird dann entsprechend die Folge sein. Und das hat der Markt genauso interpretiert. Tech-Titel wurden im Grunde genommen aus den Händen gerissen. Ja, wir haben einen richtig fetten Drive zu sehen bekommen. Der DAX ebenfalls mit einem bullischen Ausbruch. Heute früh diese Bullischen ist fortgeschrieben, sind jetzt bei 15.400 Punkten. Also dieses Leg-up, was ich dort skizzierte gestern, vielleicht sogar mit Ziel Allzeithoch, noch ein bisschen weit weg, aber nichtsdestotrotz spiegelt sich deutlich wider. Vieles hängt jetzt davon ab, wie sich die EZB heute sicherlich auch äußern wird. Die wird dann heute nämlich im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Gold, Breakout, 1950. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt allerdings an einem Punkt angekommen, und man sieht es auch hier in der Slide im Hintergrund, Facebook-Meta, auf die Earnings schauen wir, die Aktie gestern nachbörslich. Also nicht, dass die nicht auch bullisch performt hatte, die hatte auch schon sehr bullisch performt, wie wir gleich auch im Chart noch sehen werden, der ein oder andere hat es vielleicht auch mitverfolgt, sondern gestern gab es nochmal 20% oben drauf.
auf. Aber nicht, weil die Zahlen so phänomenal gut waren, so zumindest meine Einschätzung, denn so toll sind die nicht, ehrlich gesagt. Aber man verkündet halt im Gegenwert von 20 Milliarden US-Dollar ein Aktienrückkaufprogramm. Das entspricht ausgehend von einer Marktkapitalisierung von Meta. Entschuldigung, nicht 20, 40 Milliarden. 40 Milliarden. Das entspricht ausgehend von der Marktkapitalisierung Metas, Meta-Plattforms, entspricht das mehr als 10%. Das ist signifikant. Ich hatte mal gesagt, also Aktienrückkaufprogramm ist nicht gleich Aktienrückkaufprogramm. Per se oder pauschal kann man sagen, das ist eigentlich eher bullisch begünstigend im jeweiligen Titel. Aber wirklich aussagekräftig wird es eigentlich erst, sobald die Marktkapitalisierung hier in der Größenordnung von 10% übertroffen wird. Also der Umfang dieses Aktienrückkaufprogramms. Das hat Meta da jetzt gestern angekündigt. Die Aktie, wie gesagt, 20%. Aber jetzt kommen wir langsam so in Gefilde, wo ich sage, das ist schon etwas arg überdehnt, ehrlich gesagt. Wie wir das messen, ich habe gestern dann auch noch einen Blick drauf geworfen. Also relativ spät bin ich gestern nochmal kurz am Desk gewesen, habe mir das nochmal genau angeschaut, auch im Hinblick auf AMD. Auch AMD, wollen wir nochmal eine Nachbetrachtung geben? Ich habe gestern eine Frage gesehen in der Discord-Community. Jens, hast du den Trade gemacht, weil das Szenario sich ja genauso ausgespielt hat. Auch hier mit Aufschlägen größer 10%, dann natürlich das Verfolgen auf die Fed. Aber selbst der Opening Drive in Richtung der 80-Dollar-Marke und auch leichter drüber, der hat sich sehr, sehr schön dargestellt gehabt. Ich habe leider den Fill nicht bekommen. Ja, mein Limit ist nicht geholt worden. Ich wollte die 78,50 wollte ich haben, nach einem Halten gegen die 78. Ich bin da etwas konservativer rangegangen. Ich wollte die 78, also ich habe das Halten der 78 kurz zur Markteröffnung habe ich gesehen und hatte schon so kurz überlegt gehabt, soll ich nochmal einen Filer reinstellen an der Stelle? Ja, und dann habe ich mir gesagt, nein, du wartest, bis hier der Drive zurück über den Rewop kommt. Und in dem Fall, das war ziemlich genau zusammenfallen mit der 78,50. Wir schossen dann richtig drüber. Also wer die Price Action ist nicht überraschend, ehrlich gesagt. Also wenn er AMD schon mal beobachtet hat, der wird gesehen haben, da kommt richtig Dynamik auf, wenn da Dynamik aufkommt. Und naja, leider kam es dann nicht mehr zu einem kleinen Downtick, sondern ich hätte die Aktie chasen müssen. Und das habe ich mir verboten. Also das darf ich nicht. Also im Rahmen meines Handelsplans und demnach ist der Markt mir da leider weggelaufen. Also das heißt, die Frage zu beantworten, hier gleich live und in Farbe, nein, ich habe den AMD-Trade leider nicht gemacht. Jetzt habe aber natürlich noch mal einen Blick drauf geworfen, zurückkommen auf das, was gestern war. Jetzt sind wir mittlerweile auf der Oberseite aber so weit gelaufen, nicht nur in AMD, auch in der Meta beispielsweise, dass ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht zeitnah ein Rücksetzer stattfindet. Das wird kein dynamischer Rücksetzer werden, das wird jetzt keine saubere, schöne dynamische Abwärtsbewegung, so ähnlich wie in Tesla zu Beginn der Woche. Das könnte ein bisschen hakeliger werden, aber eventuell gibt es da an der einen oder anderen Stelle eine Möglichkeit, sich short zu positionieren gegen diese Hochs. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Alternativ gilt es aber natürlich, auch von der Fundamentalität. Mentalen Gegebenheit jetzt und der Reaktion, die wir in der Meta dann zum Beispiel gesehen haben in der Aktie, auch entsprechend natürlich Longplays zu formulieren. Auch darauf werden wir einen Blick werfen. Ja, also summa summarum, die Bullen frohlocken aktuell und Jay Powell, ich weiß nicht, ob er das so geplant hatte, im Hinblick auf die gewählte Rhetorik oder die Reaktion, aber der Markt, der gibt ganz klar die Richtung vor, der sagt, da kommt nicht mehr Restriktives und das könnt ihr euch auch gar nicht leisten, denn wenn ihr jetzt noch restriktiver agiert, plant zu planen, zu agieren in irgendeiner Form, dann wird das die Wirtschaft einfach ruinieren, in Anführungsstrichen, die US-Wirtschaft an dieser Stelle. Wir werden auch dazu gleich einen Blick werfen auf gestrige ADP-Zahlen, deutlich unter der Erwartung. Wir werden einen Blick werfen auf den ISM Manufacturing. Gestern auch deutliche stagflationäre Tendenzen, die da auszumachen sind. Also jetzt wird es daran liegen, ob die Inflation zurückkommt oder ob sie eben nicht zurückkommt. Ich bin sehr gespannt, weil wenn diese Rallye weiter anhält in Equities, die wir jetzt eingelegt haben und diese Bullishness sich fortschreibt, wir wissen, dass das die Menschen dazu tendieren lässt, sich reicher zu fühlen, logischerweise. Und auch gegen zum Beispiel dann ihre Aktienportfolios zum Beispiel na, Kredite aufzunehmen beispielsweise, Liquidität in Anspruch zu nehmen, eben die Aktien an der Stelle als Sicherheiten hinterlegen. Das birgt die Gefahr, dass eben ein starker Nachfrageschub, auch durch die Normalisierung, die wir jetzt im Hinblick auf die Zero-Covid-Policy zum Beispiel in China zu sehen bekommen, dass das nochmal stark inflationär treibend wirkt. Und das könnte dann den Markt doch durchaus ein bisschen empfindlicher erwischen, in dem Moment nämlich, wenn die Fed sagt, da müssen wir jetzt gegensteuern. Also wir haben eine ganze Menge auf jeden Fall zu covern. Wir werden einen Blick drauf werfen. Bevor wir allerdings ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis.
Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jedermann geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte persönlich sein Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter und kann dann den Handel entsprechend eben hier in simulierter Umgebung testen. Schauen, ob das Produktportfolio bzw. die Produktcharakteristika mit dem persönlichen Risikoprofil korrespondieren. Sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, alle Informationen auch zur Produktpalette, Produktcharakteristika findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, wenn ihr Fragen ganz besonders zu Markets als Broker habt, die Elena per E-Mail zu kontaktieren. Habt ihr Fragen zu den Märkten, nutzt gerne die Möglichkeit, hier im Morning-Meeting eure Fragen jetzt im Live-Chat zu stellen oder aber, wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut, diese unterhalb des Videos zu posten. Ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder, wie gerade eben schon im Hinblick auf den AMD-Trade gemacht, dann entsprechend eben hier mündlich im nächsten Morning-Meeting aufgreifen. Darüber hinausgehend gerne in der Discord-Community vorbeischauen. Da war nämlich konkret die Frage im Hinblick auf den AMD-Trade. Gerne dort vorbeischauen, eure Fragen posten, euch miteinander zu den Märkten austauschen. Jeder ist herzlich willkommen. Ist nicht kostenpflichtig, es ist alles kostenlos. Ja, einfach habt Spaß, profitiert für euch, mit euch, miteinander von euren Erfahrungen im Bereich Trading und unterm Strich, lasst uns gemeinsam die Märkte rocken. Schauen wir auf die Aktienindizes. Schauen wir auf den DAX, schauen wir auf den S&P. Bevor ich jetzt hier ganz offiziell starte, muss ich ganz kurz zack, 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 hier einmal schauen, ob alles gut gestreamt wird. Ich gehe davon aus, sieht jedenfalls im Hintergrund alles fein aus. Sehr schön. Okay, sehr gut. Also, sollte sich das ändern, lasst mich das bitte einmal in der Chatbox wissen. Blick auf den DAX hier. Mal ganz kurz, da muss noch eine Open Range oben drauf. Die Linie ist verschwunden. So. Relativ enge Open Range, ehrlich gesagt, die wir heute früh hier ausgebildet haben. Also relativ eng, wirklich. Also das waren 26, 27 Punkte. Das ist eigentlich nach so einer Fed gestern, ist das relativ überraschend. Aber was wir deutlich erkennen können ist, hier, das war der Zeitstempel gestern, 20.30 Uhr ganz besonders. Ganz kurz, das war die Fed. Also es ist jetzt 20 Uhr, diese Konstellation hier, nennen wir ihn mal dieser kleine Haken. Das war 20 Uhr, die Entscheidung im Hinblick auf den Leitzins, 25 Basispunkte, wie erwartet. Dann gab es minimalen Flush, also ein Mini-Flush hier an dieser Stelle, im Hinblick auf die Signifikanz dieses Events, wirklich erstaunlich, wie wenig volatil das war, hier auf der Unterseite. Wir werden gleich auch noch auf den S&P natürlich logischerweise schauen. Ja, und dann haben die Bullen das Wort disinflationär wahrscheinlich gehört. Ich habe jetzt nicht genau den Zeitstempel angeschaut, aber genau das war die bullische Explosion, in Anführungsstrichen, auf neue Hochs, auf neue Jahreshochs hier an der Stelle. Wir haben ja auch zwischenzeitlich jetzt hier ein Konsolidieren zu sehen bekommen, oberhalb von 15.250. Das ist insofern relevant, als dass das ein klares Halten hier der bis dato ausgebildeten Hochs vom 17. 18. Januar ist, dieser Hochs ungefähr. Also da gab es ein kurzes hier Konsolidieren in diesem Bereich. Wir konsolidieren auf hohen Niveaus. Wir sehen kurz einen kleinen Pull-in über die 15.400 gelaufen. Können aber deutlich auch oberhalb des EMAs an dieser Stelle eben halten. Ich gehe mal davon aus, mit Ausblick jetzt auf die US-Märkte, ganz besonders aber, ich möchte vielleicht eher sagen, eher mit Ausblick auf die EZB. Heute jetzt muss ich kurz überlegen, die haben die Zeiten ja geändert. 14.45 glaube ich ist die Pressekonferenz, 14.30 war es bis jetzt immer, ich weiß es nicht genau, also so dieses Fenster, 14.30 bis 15 Uhr, ich weiß auch nicht, warum sie es geändert haben, also auf jeden Fall, Fakt ist, das wird der nächste potenzielle Treiber sein. Ich bin gespannt, in welche Richtung die Rhetorik geht. Noch ist diese Bewegung nicht als nachhaltig zu klassifizieren, so möchte ich es mal vielleicht sagen. Das sieht zwar technisch nachhaltig aus, aber sobald die EZB heute Nachmittag in irgendeiner Weise etwas kommuniziert, wie hier jüngst am 15. Dezember, dass man irgendwie Andeutungen macht, dass restriktiv geldpolitisch man sich positionieren wird, weitere Zinsschritte, Größenordnung 50 Basispunkte plant, auf den Weg zu bringen, hier auch willens ist, entsprechende Disruptionen am Zinsmarkt, europäischen Zinsmarkt, besonders in italienischen Schuldtiteln und dergleichen, eben in Kauf zu nehmen, um die Inflation her zu werden. Das könnte auf diesen jetzt initiierten bullischen Drive und diesen kurzfristigen Optimismus, der sich hier breit macht, dann scharfen Rücksetzer nach sich ziehen. Also demnach gilt es da noch ein bisschen vorsichtig zu sein, aber für kurzfristige Trades, ja, eigentlich ist die Messe gelesen vor der EZB, so möchte ich es mir gleich mal sagen, im Hinblick auf den DAX. Ähnlich wie gestern eigentlich, querstrich AMD mit Ausblick auf die Fed, ähnlich auch im DAX. Du kannst hier
dieser Impuls, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo der herkam, waren plötzlich Käufer, die in den Markt kamen. Kurz nach Xetra-Eröffnung um 9 haben wir hier einen Break gesehen über diese Hochs, die gestern hier ausgebildet worden sind. Starker Momentum-Drive auf der Oberseite, der uns über 100, 150 Punkte hat auf der Oberseite performen lassen. Spätestens hier mit dem Stallout in diesem Bereich hast du eigentlich dann einen Grund, über eine Gewinnmitnahme nachzudenken. Und jetzt harrst du eigentlich der Dinge, die da kommen. Also jetzt harrst du hier an dieser Stelle hast der EZB. Bis dahin würde ich mal sagen, erwarten wir eine Konsolidierung zwischen vielleicht in den Tiefsee ausgebildet haben, 3,70 bis 4,50, dass wir hier so eine Konsolidierung zu sehen bekommen. Und dann schauen wir einfach, ob wir neue Impulse seitens der EZB entsprechend geliefert bekommen um 14,45. Ich bin erneut, also ähnlich wie auch jetzt schon im Dezember, indifferent schon fast, möchte ich sagen, in Bezug auf das, was da kommuniziert wird. Also wir werden sehen, was kommuniziert wird. Kann kaum einen Gameplan formulieren, weiß nicht, in welche Richtung man sich hier positionieren wird. Wir harren einfach der Dinge, die da kommen. Also wir harren einfach der Dinge, die da kommen, was die EZB plant zu tun. Jegliche restriktive Überraschung ist in der Lage, einen scharfen Rücksetzer nach sich zu ziehen. Ein Retest hier dieser Ausbruchregion von heute früh und der gestrigen Tageshochs um 15.300 auf den Weg zu bringen. Auf der Kehrseite jegliche, nennen wir sie mal expansive Überraschung, dass man vielleicht auch ganz konkret sagt, ja, die disinflationären Tendenzen, so wie es eben gestern Jay Powell beispielsweise getan hat, wo sie allerdings auch erkennbar sind im Hinblick auf die Inflation. Ich zeige das mal ganz kurz, ja, damit wir eine Idee haben, wovon wir hier an der Stelle sprechen. Inflationsrate können wir eigentlich anklicken. So, wenn wir uns jetzt mal die USA, die United States anschauen und das, was wir seit letztem Jahr im Juni hier sehen, diese klare Beschleunigung auf der Unterseite, übrigens darauf werden wir gleich einen Blick werfen, da wird man nämlich sehen, Stichwort Bottoming Out oder beziehungsweise Stabilisierung jetzt aktuell. Ich hatte ja gesagt, warten wir mal ab, wie sich das in den nächsten 6 Monaten darstellt. Also eigentlich ein geldpolitisches Stillstehen in Anführungsstrichen auf dem derzeitigen Niveau, nachdem wir nochmal jeweils zwei 25 Basispunkte Zinsschritte zu sehen bekommen haben. Jetzt einmal im Februar, dann den nächsten im März und dann erstmal abwarten bis zur Mitte des Jahres. Warten wir mal ab in diesem Zusammenhang, ob wir dann wirklich auch einen deutlichen Fall unter die 6% und möglichst auch unter 5% zu sehen bekommen. Wir erinnern uns kurz an die Ausführungen von Stanley Druckenmiller, einer der legendärsten Trader-Investoren unserer Zeit. Auch thematisiert oder auch interviewt in der Market Wizard Serie von Jack Schwager. Der hat gesagt, wenn die Inflation mal über 5% war in der Vergangenheit, dann musste die Fed immer den Leitzins über diese Inflation heben, um dieser wieder Herr zu werden. Aktuell scheint sich das auszugehen. Also wir sind jetzt bei dann rund 5%, also Status quo nach gestern 4,50, 4,75. Wir erwarten hier bis Juni, dass wir dort mit Wahrscheinlichkeit von 65% bei 500 Basispunkten Peakout stehen. Selbst wenn es die restriktive Überraschung gäbe und wir bei 500 bis 525 landeten, impliziert das in diesem Bereich. Erwartet man die Inflation auf jeden Fall irgendwie zurückzukommen oder ausgehend von diesen Ausführungen von Druckenmiller, so wollen wir es vielleicht eher formulieren, und Fall darunter, vorausgesetzt es kommt so. Denn wenn sich jetzt hier nämlich zeigt, dass die Inflation beginnt, sich stabil zu präsentieren, dann wird die Fed eventuell gezwungen sein, doch geldpolitisch restriktiver zu agieren. Und all das, was jetzt an Spekulation reinkommt in den Markt und diese Bullishness treibt, die wird aggressiv abverkauft und dann auch übergeordnet. Dann reden wir da nicht mehr auf 5-Minuten-Ebene Intraday davon, dass wir mal ein bisschen Choppiness zu sehen bekommen, sondern dann kriegst du so eine Segenzahnstruktur. Dann siehst du erstmal so einen scharfen Anstieg, Spekulation, geldpolitisch lockere Fed, Abverkauf, weil kommt doch nicht, weil Inflation kommt nicht runter, wie erwünscht. Dann kommt die Inflation wieder runter. Geldpolitisch expansive Fed, doch nicht. Und genau dadurch kommt dann eben dieses Sägezahnmuster zustande, welches natürlich auch für langfristige Investoren problematisch oder stressig, möchte man es vielleicht am ehesten formulieren, eben werden könnte. Also das ist etwas, da werden wir auch gleich drauf schauen, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass es diese Stabilisierung im Bereich um 6% hier seitens der Inflation in den USA gibt. Aber nochmal, disinflationär kann Jay Powell in seinem Wortschatz durchaus schon auspacken, entstauben und dann in diesem Zusammenhang hier wählen. Das wird die EZB heute nicht können. Wenn wir auf die Eurozone gehen, ja, die rollt auch über, aber
Da ist noch ein long way to go, in Anführungsstrichen, auf der Unterseite, bis wir auf den Ausgangsniveaus sind, auf denen wir jetzt gelandet sind im Hinblick auf die US-Inflation. Also im Bereich 6% Inflation, was immer noch dramatisch oberhalb der Zielmarke der EZB liegt, das ist noch ein langer Weg. Und die Rhetorik desinflationär, die sehe ich da an der Stelle eben tatsächlich noch nicht gewählt. Nochmal, wir warten ab, wir harren der Dinge, die da kommt. Ich habe in Bezug auf die EZB nicht annähernd so eine Einschätzung wie im Hinblick auf die Fed und auf deren geldpolitischen Pfad. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass die EZB einfach in ihrer Rolle, ja, man muss es ganz knallhart sagen, einfach versagt hat, ja, und sich anderen Themen eben widmet, wie irgendwie Diversität oder wie das Wort heißt, oder irgendwie Ökologie und alles muss irgendwie grün sein und dergleichen. Und Stabilität, stabile Preisniveaus, Inflation, beziehungsweise auch Ankurbeln der Wirtschaft, das scheint nicht mehr ganz so auf der Agenda zu stehen. Das ist ja auch die Rhetorik, die von Frau Lagarde beispielsweise gewählt wird. Und genau dadurch ist nicht ganz klar, wo die jetzt eigentlich stehen. Und hat einfach auch, das haben wir auch gesehen, also sicherlich nicht nur durch den Umstand, dass man sich hier irgendwie, möchte ich mal sagen, woke hat präsentieren wollen im Rahmen ihres Mandats, sondern dass eben auch lange Zeit durch eben die Entwicklung in der südeuropäischen Peripherie, den Umstand, dass die Eurozone inhomogen ist und ein restriktiver geldpolitischer Kurs, den sich einerseits Deutschland leisten könnte, ausgehend von seiner wirtschaftlichen Kraft, aber beispielsweise Italien oder südeuropäische Peripheriestaaten eher weniger, dass man infolgedessen den geldpolitischen Kurs sehr lange, zu lange eigentlich, zu lax gehalten hat und einfach mit Zinsanhebung in Anführungsstrichen deutlich hinterherhinkt. So möchte man es vielleicht am ehesten formulieren. Aber dadurch kommen jetzt eben entsprechende Verzerrungen treten einfach auf, wo man einfach erkennen kann, auch die Fed hat eigentlich zu lange den Zins zu niedrig gehalten, aber man kann einen klaren Pfad erkennen und auch die Kommunikation ist konkret. Das ist ganz konkret gesagt, Inflationseindämmung ist unser aktuell oberstes Ziel, hat höchste Priorität. Dann kommt die Kritik aus der Politik, wird sofort abgewürgt. Ja, man kann zwar verstehen, dass man Angst hat vor einem konjunkturellen Abschwung, man kann erkennen, dass auch dann hier man sich Sorgen macht im Hinblick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt und dergleichen, aber Inflationseindämmen ist unsere höchste Priorität. Cut. Ja, ich erinnere mich daran, das waren zum Beispiel von Frau Warren, also nicht, dass man die für voll nehmen könnte, aber Senatorin in den USA, aber die hatte ja diesbezüglich Herrn Powell bei seinem letzten Semi-Annual Testimony halt gesagt, oder eben in gewarnt, ja, er sollte nicht die US-Wirtschaft wrecken, also vor die Wand fahren, in Anführungsstrichen. Nochmal, das ist eine Politikerin, das ist eine im Kern Sozialistin, insofern, wie gesagt, da sollte man vorsichtig sein, ob man das so für voll nimmt, was die da so sagt, was die da so fordert. Aber gut, Fakt ist auf jeden Fall einmal, man kann klare Strukturen erkennen und deswegen macht es im Hinblick auf die Fed durchaus Sinn, sich eben hier demnach damit auch detailliert auseinanderzusetzen, was eben im Hinblick auf die EZB nicht ganz klar ist. Und deswegen müssen wir der Dinge harren, die da kommen und dann entsprechend eben die ausgespielten Karten so nehmen, wie wir sie eben ausgeteilt bekommen und im übertragenen Sinne das Beste daraus machen. Mal schauen, wo da heute entsprechend die Rhetorik hingeht. Also bis zur EZB würde ich mich auf jeden Fall nach diesem bullischen Drive, diesem Momentum-Play jetzt hier erstmal auf jeden Fall zurückhalten. So, dann blicken wir auf die US-Märkte, auf den S&P. Da kam der Break, offensichtlich. Auch hier, also man kann es ja ganz klar erkennen, auch die Reaktion, die ist nochmal vielfaches heftiger noch ausgefallen, als das, was wir im DAX zu sehen bekommen haben. Kurzer Flash, noch nicht mal in Richtung der 4000er-Region, das hatte ich ja gestern hier im Morning-Meeting gesagt. Es ist durchaus denkbar, dass wir in diese Gefilde kurzen Rücksetzer sehen. Ich hatte, glaube ich, hatte hier auch mit einer Trendlinie gearbeitet gehabt, so als Orientierung einfach auf der Unterseite. Die ist noch nicht mal angetestet worden. Also wir haben gesehen, es war eine verhaltene Reaktion und dann kam eben die Rhetorik von Powell und leinenlos in Anführungsstrichen. Bullrun begann, starke Beschleunigung auf der Oberseite. Wir sind jetzt über diese wichtige Widerstandsregion um 4100 gebrochen. Wir sind über die oder in den Bereich der Übertreibungshochs hier gelaufen, die wir im Rahmen der Inflationszahlen im Dezember ausgebildet haben. Und auf der Oberseite ist es so, dass wir jetzt durch diesen Bruch höher und sollte er sich als nachhaltig herauskristallisieren, dass wir dann damit hier diese Region aktiviert sehen in Gefilden um die August-Hochs aus dem Jahr 2022. Das ist dann der Bereich.
Spannend wird heute mit Sicherheit zu sehen sein. Da sind wir schon fast eigentlich bei den Einzeltiteln. Deswegen, ich bin auch gespannt, ob wir heute überhaupt eine große Wohler zu sehen bekommen. Und wenn, ob diese sich nicht erstmal eher in Richtung der vorher ausgebildeten Hochs, die wir gestern dann hier rausgenommen haben. Also das heißt, so der Bereich 4080 ungefähr vielleicht darstellt, eher so ein Pull-in sehen, leichte Gewinnmitnahmen, eher choppige, abwärts driftende Price-Action, weil heute nachbörslich eben die Big Techs dann anstehen mit ihren Earnings, die in den Wochenschluss hinein eine klare Richtung vorgeben. Wir haben Amazon, wir haben Apple, wir haben Alphabet. Also das ist im übertragenen Sinne das Who is Who hier des Tech-Bereichs, die auch ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung entsprechend eben. Wir schauen heute übrigens nicht auf die Aktien, aber also wir schauen morgen drauf, sobald wir dann die Earnings haben. Wir machen also morgen ein Earnings-Spezial, wenn man so möchte. Aber ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung sind die halt in der Lage, dann auch entsprechend dieser Bewegung hier, diesem Drive durch die Fed, eben eine Nachhaltigkeit zu verleihen, der, ja, wie gesagt, den Weg ebnen könnte in Richtung der 4300er Region. Und dass der Markt extrem short positioniert ist, das hatten wir hier schon diverse Male zum Thema gemacht. Also das Potenzial für eine Squeeze ist definitiv gegeben. Wenn wir einmal auf Barchart gehen und dann hier auf den Commitment of Traders Report. So, da kann man deutlich erkennen, dass der Markt immer noch verhältnismäßig aggressiv netto short positioniert ist. Und die könnten jetzt einen richtigen Runover sehen. Also die könnten so richtig überrollt werden von diesem Eindecken. Es hat sich schon ja in der jüngeren Vergangenheit, auch beispielsweise vor 2 Wochen ungefähr, ja gezeigt gehabt, diese Überraschung auf die Erzeugerpreise, dann diese schwache Reaktion und dann diese Bullishness, diese Breite im Markt, auch auf breiter Front. Man könnte jetzt das Ganze ausweiten, man könnte zum Beispiel sich mal diverse ganze Sektoren anschauen, die alle signifikante Breakouts gesehen haben. Und diese Entwicklung, die ist eben etwas, die überrascht viele Marktteilnehmer aktuell. Und die werden jetzt, besonders mit dem Überwinden hier, auch wenn es nur ein Swing High ist, dieser Bereich um 4100, aber allerspätestens, wenn wir über 4,3 laufen, werden die sich halt eindecken müssen. Also ich sage nicht, dass wir sofort in einem Run durchlaufen über die 4,3. Wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Dafür muss auch jetzt erstmal die Nachhaltigkeit herauskristallisieren. In dem Moment, wo Apple, wo Amazon heute eventuell ganz besonders, ausgehend auch von seiner Abhängigkeit hier von AWS und dem Cloud-Business, was ja angeblich so ein bisschen schwierig zu beäugen ist. Da gab es ja auch dieses Downgrading zum Beispiel von Microsoft wiederum Anfang des Monats Januar durch die UBS beispielsweise. Im Hinblick auf Azure, den nicht ganz konkreten Ausblick, den man eben hat. Also Amazon könnte hier durchaus Schwierigkeiten sehen. Apple als Tech-Gigant, ja, aber durch dennoch auch natürlich den Umstand, dass es hier durch die Zero-Covid-Policy in den USA, nicht in den USA, die anderen USA, China, in China eben im Hinblick auf die Produktion beziehungsweise dann auch die abgenommenen Smartphones beispielsweise gebeutelt zeigen könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass wir hier nur eine Kompensation dieses, nennen wir es mal Umsatzrückgangs, so ganz besonders im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie vielleicht noch viel mehr, dass wir hier eine Kompensation sehen durch den Umstand, dass der US-Dollar in den letzten 3 Monaten eine scharfe Korrekturbewegung gesehen hat. Also wir wissen, dass der starke US-Dollar hier sich auf den Gewinn negativ ausgewirkt hat. Sollte sich jetzt herauskristallisieren, dass das nur durch diesen Umstand kompensiert wird, dieser Gewinnrückgang, sollte er sich herauskristallisieren. Also einfach nur mal so ins Blaue hineingeraten. Dann könnte das Sorgen schüren, kurzfristig jedenfalls, dass wir hier wirklich eine tiefe Rezession sind, der man auch nicht entgegentreten wird können durch einen geldpolitisch lockeren Kurs. Also, obwohl jetzt der disinflationäre Prozess voranschreitet, wie Paul gesagt hat, eventuell wird von der Fed dann zu schnell erwartet, dass sie sich geldpolitisch lockerer präsentiert, was sie aber nicht liefern kann, wenn sie dieser Entwicklung im Hinblick eben auf diese aktuell überrollende Inflation Herr werden will. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, wir sollten in dem Zusammenhang noch nicht die bullischen Bäume in den Himmel wachsen sehen, aber wir haben schon einen ganz wesentlichen Schritt mit dem Break über die 4100 auf den Weg gebracht. Und wenn diese Ausbruchregion jetzt auch auf Wochenschlusskursbasis dann gehalten wird können, dann ist nicht auszuschließen, dass wir in relativ zügiger Zeit vielleicht sogar bis in Gefilde um 4300 Punkte vorstoßen. So, wie traden wir das heute? Marketplace,
Ich würde erstmal auch hier mich zurückhalten. Also, wie gesagt, gestern, das wär ein interessantes Play gewesen, vorausgesetzt, man hat hier den Fehl bekommen oder sich diese Volatilität positionieren können. Ich habe nicht am Desk gesessen, deswegen bin ich da in dem Zusammenhang jetzt nur rein hypothetisch unterwegs. Kurzen Flush haben wir gesehen. Wenn du dann aus diesem Flush-Moment den Break auf neue Tageshoch siehst und die Käufer reinkommen siehst, kannst du vielleicht sagen, ja, Break über die 4070, 4075 handle ich long. Bist dann jetzt sehr komfortabel positioniert und ziehst deinen Stop aus solch einem Trade nach. Ich würde mal sagen, auf diese Niveaus 4112, vielleicht unter die Konsolidierung, die heute asiatischen Tiefs. Wenn wir die breaken, also droppen, wenn wir unter diese Niveaus fallen, wäre denkbar, dass wir nochmal uns in Richtung der Ausbruchregion um 4080, 4075 zurückbewegen. Und dann werden im übertragenen Sinne nochmal die Karten neu gemischt, eben mit den Earnings heute nachbörslich. Also Tendenz geht meinerseits eher in Richtung Short. Da muss ich mich schon hinterfragen, ehrlich gesagt, aus tradingtechnischer Perspektive, ob das nicht zu stark biased ist. Also ob ich da nicht schon zu festgefahren bin nach diesem Run auf der Oberseite. Deswegen, ich muss da, wie sagt man, oder wie würde ich jetzt sagen an der Stelle, ich muss wirklich rationales Denken induzieren. Muss mich daran erinnern, der Markt gibt in Richtung vor. Wenn wir die Hochs rausnehmen, 4150, ist der Vorteil weiter long. Also im Falle jetzt des S&Ps und dann übertragen auf die Einzeltitel. Sehr schwieriges Umfeld für Pull-in-Trades oder für Rücksetzer an dieser Stelle. Auch wenn ich sagen würde, sollten wir jetzt hier beginnen, tiefere Hochs auszubilden und sollte auch der DAX hier dann keine bullischen Impulse durch die EZB erfahren, ist ein Pull-in durchaus begünstigend für auch einen Rücksetzer, beispielsweise in einer Meta oder in einer AMD, wie ich die schon für mich so geistig skizziert habe. Und Stichwort AMD, Stichwort Meta, sind wir bei den Einzeltiteln. Und hier bei. So, ich ziehe mal ganz kurz hier rein. Ich räume hier ganz kurz einmal auf. Ich habe die von gestern noch offen. Also, und zwar brauchen wir den nicht, aber wir brauchen eine Meta brauchen wir. So. Auf die. Wir machen zuerst AMD. Wir machen zuerst AMD und dann machen wir Meta. Bei AMD haben wir nämlich auch noch den Trade, den vielleicht den einen oder anderen interessiert. So. Unglaublich starker Breakout, den wir gestern hier gesehen haben. Bruch über die 200-Tage-Linie. Natürlich das übergeordnete Marktumfeld noch mal zusätzlich mit befeuern für diese Bullishness. Ich will ganz ehrlich sein, wenn ich hier einen Pull-in-Trade zum Thema mache oder mir Gedanken darüber mache, ob wir jetzt einen Rücksetzer zu sehen bekommen, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich so einen Kandidaten hier shorten möchte. Also eher geht meine Tendenz dann wirklich in Richtung Meta als in Richtung AMD, weil sowas hier mit solch einem dynamischen Breakout bei dem Lauf, kurz Flush, aber die 78 konsequent gehalten und dann Run auf der Oberseite, sowieso der Semiconductor-Bereich auch im Tech-Bereich ja potenziell outperformt. Wir haben dort ja schon eine relative Stärke gesehen vor einer Woche, anderthalb ungefähr. Also auch an diesem besagten Freitag, wo der Semiconductor-Bereich wirklich als Leader sich präsentiert hat und vorne weggelaufen ist. Was er dann auch zu dem Second Day Play zum Beispiel in Nvidia geführt hat, wo Nvidia sich so relativ stark dargestellt hat. Das hatten wir hier auch im Morning Meeting zum Thema gemacht. Wenn du solch eine Performance hier zu sehen bekommst, wie gesagt, man könnte, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man da nicht ein bisschen vorsichtig sein sollte, denn so stark waren die Earnings jetzt von AMD auch nicht. Also sie waren solide, ja, sie waren robust, ja, besonders wenn man das in Relation sieht, eben zu Intel beispielsweise noch in der Vorwoche. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wow, crushing. Also das rechtfertigt jetzt einen solchen Run hier auf der Oberseite. Aber die Price Action, die gibt dir halt ganz klar den Takt vor. Und die Price Action sagt dir halt, das ist echt stark. Also die Aktie wird nachgefragt, ob die Earnings jetzt eher so ein bisschen mit Zweifeln oder beziehungsweise so hinterfragt werden können oder nicht. Wir sehen einen dynamischen Breakout, wir sehen massiv Volumen, was reinkommt. Wir können das mal hier bei Finviz kurz zeigen, damit wir mal eine Idee bekommen. Die Aktie, wie gesagt, über 60 Millionen Stücke werden da im Schnitt gedreht. Gestern hatten wir 152 Millionen Aktien, die gehandelt worden sind. Wir können auch mal ganz kurz Folgendes machen. Auch Barchart hier bietet eine Möglichkeit, sich mal anzugucken, wie viel Volumen da in den Einzeltitel reingeflossen ist. Tesla war Platz 1, 200 Millionen Stücke wieder gehandelt worden. Auch übrigens, wenn ich eine Wette abgeben müsste, wir haben jetzt Tesla heute nicht auf dem Schirm, aber müsste ich eine Wette abgeben, würde ich sagen, wir gucken uns die 200-Dollar-Marke zeitnah an. Und da ist dann erstmal
Schicht im Schacht, in Anführungsstrichen. Von da ist ein Pull-in denkbar an dieser Stelle. Du überlegst zum Beispiel im Hinblick auch auf längerfristige Investments, wie skaliert man sich rein in so eine Position? Ich habe in den Pull-in natürlich auf der Unterseite, habe ich Stücke gekauft, langfristig geplant natürlich, aber nichtsdestotrotz jetzt auf diese Extension willst du erstmal einen Pull-in sehen, um dann eine nächste Tranche reinzulegen. Und ähnlicher Kursverlauf eventuell in Nvidia, so als Orientierung, wenn wir solch eine fast Verdoppelung zu sehen bekommen, Rücksetzer, das war von Mitte Oktober bis Mitte Dezember in Nvidia und dann gab es diesen Pull-in zurück von rund 30% oder 40% waren es Pi mal Daumen. Das könnte ich mir in Tesla auch vorstellen, dass wir erstmal steil gehen bis $200, dann einen Rücksetzer zu sehen bekommen, nochmal in Gefilde 170, eventuell sogar $160 und dass dann nächstes Leg-Up mit Lauf über die $200-Marke sich entsprechend hier dann anschließt. Aber AMD, hier kann man es auch sehen, AMD 152 Millionen Stücke, dann kam auf Platz 3, kam Snap rein, natürlich nach den Earnings ebenfalls am Dienstag nachbörslich, aber man kann sehen, da das war einer der aktivst gehandelten Titel. Also wirklich zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und demnach, ganz kurz, gleich vorweg, wirklich vorsichtig. Wer plant, einen Pull-in zu traden, das ist kein relatives Schwächeplay. Also normalerweise sagst du, wenn du dich vor allem gegen solch einen Trend stellst, dann suchst du dir den relativ schwächsten Kandidaten eigentlich, besonders in diesem jeweiligen Sektor raus. Oder solltest du, denn da ist die Chance wahrscheinlicher, dass ein Pull-in-Trade dann erfolgsversprechend ist. Das ist wirklich relative Stärke, also das ist keine relative Schwäche. Und demnach gilt es ja auf jeden Fall, mega vorsichtig zu sein. Ganz kurz, bevor wir uns aber solch einem Pull-in-Gedanken und wie wir ihn argumentieren können, widmen. Ich will ganz kurz einmal auf diesen Trade von gestern eingehen. Oder Nicht-Trade, so muss man es eher formulieren, den ich nicht gemacht hatte, obwohl ich den Gameplan entsprechend formuliert habe. Ich will das nochmal ganz kurz hier zeigen. So. Hier ist einmal die Discord-Community. Und dann fahren wir einmal ein bisschen nach oben. So, und da hatte ich geschrieben gehabt. Also hier, Vorbörse, Fokus zur Öffnung auf der 77, darüber der 79. Wir haben dann tatsächlich schon den Fokus auf die 78 shiften sehen. Also wir sahen auch hier einen Drive, da ähnlich wie das, was wir in GM zu sehen bekommen haben. Also sehr, sehr ähnliches Bild. Auch da in GM gab es ja, das hat mir gestern im Mon-Meeting zu sehen, schon vor der Markteröffnung, diesen Drive auf der Oberseite. In den letzten 30 Minuten eigentlich. Das ist jetzt hier ein Minutenchart. Ab 15 bis zwischen 15 und 15.30 Uhr. Und so, sind dann auf die vorbörslichen Hochs hier kurz reingelaufen, sahen diesen Pull-in, in Richtung aber der 78. Und die 78, die war für mich zu diesem Zeitpunkt dann eine Inflection. Also ich hatte den Gameplan dann ein bisschen angepasst. Ich hatte das dann nicht hier mehr geupdatet gehabt. Also hier habe ich die Zeit, 14.20 Uhr. Wenn du dann im Markt bist, dann fokussierst du dich einfach auf den Markt. Also dann bist du in Anführungsstrichen auf dich alleine gestellt, entsprechende Adaptionen vorzunehmen. Und siehst dann kurz einen Push in die 79, den Rücksetzer in Richtung der 78 und hier kamen Käufer rein. Und also relativ zügig nach der Öffnung, das waren 2 oder 3 Minuten. Und wir haben gesehen, dass da kam kein nachhaltiger Druck auf. Also da waren sofort Käufer, die gegen die 78, gegen diese potenzielle Inflection eben gekauft haben. Das hat sich auch hier in den letzten Minuten vor der Eröffnung, da ist auch dann, man kann es hier marginal sehen, da gab es einen deutlichen Volumenabtick an der Stelle. Da wurde dieser Bereich schon respektiert. Und hier habe ich das erste Mal den Gedanken gehabt, soll ich mich schon long positionieren? Soll ich mich nicht long positionieren? Also ich habe schon erkannt, es wäre eigentlich ein interessanter Bereich gewesen. Habe aber dann gesagt, nein, ich warte, bis ein klares Signal geliefert wird, würde aber den Lauf zurück über Rewarp, und das ist in dem Fall zusammenfallend gewesen, hier mit der 78,50 ungefähr, würde ich den gerne long handeln. So. Wir sehen also hier, wir drehen auf, dann 5 Minuten in den Open hinein gegen die 78. Also ich sehe mich an der Stelle erstmal bestätigt, dass die 78 wichtige Unterstützung ist. Heißt, sehen wir den Drive über die 78,50, riskiere ich gegen die 78. Also einen Drop drunter will ich dann definitiv nicht zu sehen bekommen. Wir laufen drüber, 20, 30 Cent. Ich sage, okay, den nächsten Rücksetzer gegen dieses Level, 78,50, bin ich long. 51, glaube ich, war das Limit, 52, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, tschüss. Ja, da kam kein Rücksetzer mehr. AMD, ich möchte mal sagen, fast AMD-typisch. Ist eine unglaubliche Dynamik, die sofort aufgenommen wird. Deswegen macht das auch aus momentumtechnischer Sicht ziemlich Spaß, die Aktie zu traden. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wenn ich von AMD spreche, dann sage ich, das ist eine geile Trading-Aktie. Also das ist natürlich abhängig vom jeweiligen Handelsstil, aber in Bezug auf mein Trading ist das einfach
das macht Spaß. Also du kriegst sofort, wenn das Feedback kommt, ist sofort Momentum da. Und zieht sofort, bewegt sich vom Preis weg, gibt dir sofort initialen Feedback. Das ist genau das, was ich halt haben möchte. Und dann sehen wir eben den Drive. Da kommt nochmal hier so ein kurzer Flush ein. Flush in kommt runter. Der wird allerdings auch schon gegen die 78, 60 zurückgekauft. Also wenn ich auf der 50, 52 mit meinem Limit stehe, dann werde ich auch auf diesen Flush nicht gekauft. Ja, und dann ab geht die Post auf der Oberseite. Wir sind natürlich dann noch im Abend weitergelaufen, aber das ist nicht mehr mein Trade. Also hier bin ich dann raus. Ich hatte gesagt, ich wollte das Momentum nur zur Eröffnung auf, ganz kurz hier, auf einen Break über diese Hochs hier aus dem vierten Quartal, also diese Region eben um 78, 79 zu sehen bekommen und das Momentum. Und das wäre der Trade gewesen und dann kommt die Fed und dann schaue ich eben, wie die Fed sich präsentiert und formuliere ausgehend davon nächste Plays. Ja, wie gesagt, wenn das Limit nicht geholt wird, wird das Limit nicht geholt. Kann man jetzt, ich hatte danach noch ein bisschen überlegt gehabt. Jetzt sehen wir hier dann diesen Stallout. Der Trade ist dann durch. Also mal angenommen, ich hätte ihn gemacht. Dann habe ich 50% auf der 80 als erstem Ziel für den Trade. Und den zweiten nehme ich raus bei Überkreuzen des EMAs. Fällt knapp unter die 80, 79, 90 ungefähr. Also Durchschnittspreis roundabout 80 auf diesen Momentum Drive. Ich spürte Frust, das will ich ganz ehrlich sagen, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Also es ist mega frustrierend, wenn du die Arbeit reinsteckst, dich vorbereitest auf so ein Play, das Play sich dann so entfalten siehst, die Limit-Order schon hast und dann wird das Limit nicht geholt. Das ist mega frustrierend, das ist mega frustrierend. Dann siehst du den Rücksetzer und hier das Halten gegen die 79,50 und ich hatte mich hier schon so ein bisschen dabei ertappt und dachte, willst du das Play nochmal gehen? Und dann kam allerdings dieses rationale Denken induzieren, nein, du machst den Trade nicht, denn es entspricht einfach nicht mehr dem Gameplan. Den Trade, da kann man drüber reden, auch mit reduzierter Positionsgröße, wenn du ein anderes Umfeld hast, wenn nicht die Fed am Abend ansteht. Aber hier in diesem Bereich, na klar, siehst du dann anschließend den Run über 81 in dem Moment und ein Top aus gegen die 31, 81, 30. Vielleicht hast du nochmal eine Chance für einen Punkt irgendwie mit kleinem Risiko, auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch, aber das weißt du natürlich erst im Nachgang. Also sprich, du weißt in dem Moment, wenn du dich hier positionierst, nicht, ob wir diesen Lauf zu sehen bekommen und das ist einfach auch nicht wert. Besonders wenn du eben hier an dieser Stelle sofort positives Feedback auf den Trade bekommen hättest und dann im Nachgang hier einfach realisieren musst, das wäre einfach in Anführungsstrichen ein Frust-Trade gewesen. Das wäre einfach ein Trade gewesen, den machst du einfach deswegen, weil du sagst, ja, ich habe den ersten Trade halt nicht bekommen. Man kann ihn danach rationalisieren. Man kann hier zum Beispiel sagen, wir sehen den ersten Pop auf der Oberseite. Guck mal, wir kriegen den Pull-In zu sehen. Wir halten diese Niveaus und dergleichen in jedem anderen Marktumfeld. Okay, legitim, kann ich überlegen, wie gesagt, reduzierte Positionsgröße, wenn es sein muss an dieser Stelle, aber mit Ausblick auf die Fed habe ich da einfach keinen Trade und dann Handelsplattform zumachen, gar nicht erst in Versuchung kommen, wie gesagt, im Nachgang frustrierend, aber unterm Strich, was will man machen, wenn der Markt wegläuft, läuft er eben weg, ist halt so, ne? Mund abputzen, weitermachen. Jetzt, das also zu gestern und die Antwortung der Frage, ob ich den Trade gemacht habe. Jetzt kommt die Frage, wie spielen wir AMD heute? Und ihr habt gerade schon diesen Kanal hier gesehen, den ich drum gelegt habe. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man so etwas sagt, was dehnbar ist, so möchte ich es mal formulieren. Was ist denn weit weggelaufen oder weit gelaufen? Was ich dafür nutze, ist dieser Kanal, den ich da drum lege. Das ist der sogenannte Keltner-Kanal. Habt ihr schon mal gehört, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ganz triviales, ähnliches Konzept wie hinter den Bollinger-Bändern, die sicherlich auch jeder kennt. Keltner-Kanal arbeitet nur an dieser Stelle eben mit Volatilität. Und der ATR, die ich auch immer sehr, sehr gerne heranziehe und die ich immer zum Thema mache. Und was im Hinblick auf den Keltner-Kanal eben gemacht wird, ist, man nimmt einen EMA 50, also kann das mal hier ganz kurz in den Einstellungen, kann sich das anschauen. Ja, hier sind die Eingaben. Länge, da steht nicht EMA, sondern das ist Länge, ist 50, das ist der EMA, der Exponential Moving Average 50. Und dann haben wir hier einen Multiplikator 5. Hier ist der Exponentielle angehakt. Und dann sehen wir da unten Bands Style, ist die Average True Range. Also man kann auch mit der True Range oder mit der Range arbeiten. Ich arbeite wie standardmäßig mit der Average True Range. Und dann sieht man hier die ATR-Länge von 22. Auch die hatten wir schon häufiger zum Thema gemacht. 22er ATR bedeutet, ich nehme die letzten 22 Handelstage und gucke mir dann an, wie groß war die durchschnittliche Schwankungsbreite einer Kerze an dieser Stelle. So. Also das ist die ATR, die ich heranziehe. Und jetzt ganz kurz hier zum Multiplikator 5. Was bedeutet das? Nun, ich nehme den EMA 50 auf, in dem Fall dann Tagesbasis, also
ja, Daily EMA 50. Und der Multiplikator 5, der zeigt dir jetzt einfach an mit dem oberen Band, beziehungsweise mit dem unteren Band, je nachdem, und zwar die 22er ATR. Und wenn sich dann entsprechend der Markt von 50er EMA um diese fünffache ATR wegbewegt, also den Multiplikator, ich nehme die ATR, multipliziere den mit 5 und habe dann das obere Band. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass wenn wir dieses obere Band oder das untere Band, je nachdem, also hier können wir es auch eben erkennen, wenn wir das angelaufen sind, dann sind wir von diesem durchschnittlichen Preis oder beziehungsweise vom Moving Average, vom EMA 50 auf Tagesbasis, den fünffache ATR weggelaufen, nach oben oder unten. Und das ist für mich eine Quantifizierung einfach, wie ich sage, das ist weit weg. So, weit weg vom Preis oder weit gelaufen in Richtung. Und was wir hier erkennen können, wir sind jetzt noch nicht ganz vorgestoßen, aber wir sind schon recht stark extensiert auf der Oberseite. Und das ist für mich ein Signal, hier vorsichtig zu werden. Also jetzt die Bäume auf der Oberseite nicht mehr in den Himmel wachsen zu sehen und vorsichtig zu werden, zum Beispiel auch im Hinblick auf sogenannte Second-Day-Plays. Könnte man nämlich auch machen. Also wir haben ein hohes Volumen gesehen, wir haben einen Earnings-Katalysator, wir haben einen Run gesehen gestern, der jenseits von Gut und Böse lag im Relation zum breiten Markt. Also AMD über 12% plus, den ganzen Tag über dem EMA über dem volumengewichteten Durchschnittspreis gehandelt, im Bereich der Tageshochs geschlossen. Also wenn du in einem normalen Marktumfeld sowas zu sehen bekommst, dann ist das ein ganz klassisches sogenanntes Second Day Play. Ich möchte aber von dem Hintergrund dieses sehr stark überdehnten Modus auf der Oberseite dieses Second Day Play nur ungerne handeln, ehrlich gesagt. Kann mir sogar vorstellen, dass wir jetzt erstmal einen Pull-in sehen, besonders wenn der übergeordnete Markt eben einen Rücksetzer sieht. Und genau aus dieser erstmal recht trivialen Überlegung resultiert eben der Umstand, dass ich sage, ich möchte jetzt hier versuchen, mich eben short zu positionieren. Schlüssellevel vielleicht die 84. Müssen wir mal gucken, was machen wir in der Vorbörse. Ich glaube, wir sind drunter gedroppt. Leicht drunter, ja. Gestern so ein kleines Mini-Konsolidierungs, ja, so schauen wir mal. Also sollten wir uns unterhalb halten, die 84 nicht rausnehmen, tieferes Hoch ausbilden, scheint mir ein Short durchaus denkbar, besonders wenn wir dann die, je nachdem wo sie verlaufen, aber vorbörslichen Tiefs rausnehmen. Also Bereich ungefähr 83, 50 Pi mal Daumen. Ziel, ja, mögliches Second-Day-Play. Was wäre ein Bereich, gegen welchen man sich seitens des institutionellen Bereiches positionieren würde? Also mal angenommen, du hast die Earnings, die kommen rein. Jetzt hast du noch die Fed-Ergänzung. Du siehst ein sich auffällendes Bild. Desinflationär ist das Schlüsselwort seitens der US-Notenbank. Also das ist auch ein entsprechender Makrotreiber. Aber du willst nicht jeden Preis bezahlen. Auf diesen eigentlich Earnings-Katalysator, den du vielleicht gut interpretierst, wenn jetzt ein Analyst kommt zum Portfolio-Manager, sagt, schau mir die Aktie an, AMD hat Zahlen vorgelegt, das sind Kriterien, die Aktie für die nächsten 6 bis 12 Monate attraktiv werden lassen. Wir gehen davon aus, die Aktie wird in den nächsten 6 bis 12 Monaten, weiß nicht, über $100 laufen. Dann sagt der Portfolio-Manager, hört sich gut an, hat seine Checkliste, hakt die ab und sagt, okay, was ist denn gestern für ein durchschnittlicher Preis bezahlt worden für die AMD? Weil wir sind ja 12% gelaufen, also wir sind auch relativ weit weggelaufen vom durchschnittlich bezahlten Preis offensichtlich. Der hier liegt bei 81,70, 82 ungefähr. Heißt also, gegen die 82 kann man eventuell erwarten, dass im derzeitigen Umfeld Nachfrage reinkommt. Das heißt also, einen solchen Pull-in-Trade, den würde ich mit erstem Ziel fahren, halten unterhalb der 84 mit Ziel im Bereich so 82, vielleicht gleich drunter, 81,50 eventuell. Was man natürlich schauen müsste, ob das CRV technisch gerechtfertigt wäre, aber so könnte man ein erstes Ziel auf der Unterseite anvisieren. Aber nochmal, AMD ist nach diesem Lauf gestern mit diesem Breakout nicht unbedingt der beste Kandidat für ein Shortplay. Also da sollte man durchaus vorsichtig sein. Liquidität ist da, tradingtechnisch ist das eine attraktive Aktie, sollte man im Hinterkopf haben, auf jeden Fall. Und aber nichtsdestotrotz, es gibt eventuell etwas, sogenannte Low-Hanging-Fruits. Also es gibt eventuell Titel, die im aktuellen Umfeld noch ein bisschen stärker überdehnt sind und noch weniger Nachfrage erfahren auf der Oberseite nach einem fundamentalen Katalysator, der vielleicht auch gar nicht so stark war. Wovon spreche ich? Ich spreche natürlich von Meta. Ich spreche von formerly Facebook, also das heißt nach Umfirmierung, hat einen Riesenlauf gesehen, kann es hier erkennen. Ich zweckentfremde mal hier diese Linie übrigens, dann sieht man auch so die Wichtigkeit dieser Region, ungefähr 160 Pi mal Daumen, ja 150, 160 und
Facebook gestern nachbörslich ebenfalls mit Zahlen. Hat schon eine deutliche Gegenbewegung gesehen. Katastrophale Zahlen. Das fing schon vor einem Jahr ziemlich genau an. Der Earnings Release hier im Hinblick auf die Wachstumsstory Facebook, die vorüber ist. Am scharfen Abwärtstrend gesehen, sahen damals hier über Nacht auf dieses Gap Down eine Marktkapitalisierung vernichtet von, ich glaube, 250 Milliarden oder irgendwie sowas. Ich glaube, das wurde nur noch getoppt, naja, nicht ganz, aber fast von den Einbußen im Privatvermögen von Elon Musk auf den Tesla-Ausverkauf. Also Fakt ist auf jeden Fall, dieses Gap Down, das hatten wir hier auch im Morning Meeting zum Thema gemacht, dieser Abwärtstrend setzte sich fort und dann hat Facebook nach dem Drop unter die 100-Dollar-Marke hier begonnen, eben einen Boden auszubilden. Und ja, man kann erkennen, schöne Bodenbildungsphase, ehrlich gesagt. Erstmal scharfe Gegenbewegung, Seitwärtskonsolidierung und dann weiter aufwärts getrendet. Jetzt gestern werden die Earnings veröffentlicht. Wir sehen es hier im Pre-Market-Screener bereits. Meta steht ganz oben, nach Carvana, aber die lassen wir wieder hinten runterfallen. 350.000 Stücke gehandelt, 18,76%. Wow, was waren das für Earnings? Ja, waren das wirklich so gute Earnings? Ich muss sagen, ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Das hatte ich gestern Abend hier noch geschrieben. Revenue 32,17 Milliarden gegen 31,65 Milliarden, wie erwartet, also leicht drüber im Hinblick auf den Umsatz. Gewinn pro Aktie 1,76 gegen 2,26, deutlich unter der Erwartung. Guides Q1 Revenue 26 to 28,5 Billion gegen 27,25. Also das heißt, das ist der Umsatz, die Umsatzerwartung fürs erste Quartal. Die geben hier eine Range aus. Wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann wird man feststellen, die guiden genau das, was erwartet wurde. Denn die Mitte von 28,5 ist 27,25. Also Revenue Guidance wie erwartet. DAU, das sind die Daily Active Users, 2 Milliarden gegen 1,98 Milliarden, wie erwartet, das rechtfertigt keine 18%. Nein, wo kommen die 18% her? Die kommen hier aus diesem Punkt. Announces 40 Billion Shares Buyback, größer 10% Market Cap habe ich noch dahinter geschrieben. Aktienrückkaufprogramm, Gegenwert von 40 Milliarden. Wir gehen ganz kurz hier einmal auf FinWiz, dann haben wir gleich einen Überblick über die Marktkapitalisierung. Und dann kann man sehen, ausgehend von den Kursniveaus, Schlusskurs gestern um 150, Marktkapitalisierung 390 Milliarden. Das heißt also, 40 Milliarden sind mehr als 10%. Das ist aussagekräftig, das ist signifikant und das ist der Kurstreiber auf der Oberseite. Das ist aber kein wirklich realer, oder beziehungsweise es ist schon ein fundamentaler Treiber, ja, aber keiner, der meiner Einschätzung nach so eine große Bewegung rechtfertigt, beziehungsweise auch als nachhaltig sich herauskristallisiert, denke ich. Das bedeutet also aus der Perspektive, Meta eher skeptisch zu beäugen. Und jetzt kommt's, ich habe gestern dann festgestellt, also dieser bärische Bias oder diese Skepsis, die hat sich sofort bei mir eigentlich gezeigt. Wir können es auch hier machen, dass wir uns mal kurz angucken, wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir uns das mal im Daily Chart angucken. Wo stehen wir denn hier im Hinblick auf, wenn wir solch eine Rallye schon zu sehen bekommen haben, wo stehen wir denn im Hinblick auf diese Keltner-Kanäle? Da waren wir schon vor den Earnings im Bereich dieser Hochs angelaufen. Also rein aus der volatilitätstechnischen Komponente als überdehnt. Und jetzt gappen wir nochmal substanziell höher. In übrigens eine extrem starke Widerstandsregion können wir hier erkennen. Das sind die August- bzw. Juli 22 Hochs ungefähr. Wir haben hier auch die Tiefs. Also diese Region, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, ja, hier, so. Also diese Region, die darf durchaus als starke Widerstandsregion identifiziert werden, auch rein technisch. Da sieht man hier, der orangefarbene, das ist der Pre-Market-Kurs. Das wird also ein scharfes Gap geben, aber mir scheint vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus auf der Oberseite ist eher unwahrscheinlich, dass wir diesen Bereich rausnehmen. Bedeutet, auch wie gesagt, weil man in Ergänzung dazu sagen kann, sind die Earnings wirklich so stark? Das bedeutet für mich, ich möchte hier ehrlich gesagt, das bringt uns nicht wirklich viel, wir schauen mal hier in die Vorbörse, ich möchte mich hier eher auf der Short-Seite wiederfinden. Ich bin nicht um jeden Preis Short, ja, also das ist klar, ich will erstmal abwarten, ob diese These bestätigt wird. Eventuell gibt es einen kurzen Spike zur Eröffnung, nochmal in Richtung der Hochs, 183, 184, ein Überrollen, eventuell einen sogenannten Stuff auf der Oberseite, wo gleich Verkäufer reinkommen, wir unter den Rebop fallen und dann unterhalb des Rebops einen Abwärtstrend sehen. Alternativszenario, wir droppen die 181 bzw. 180, halten uns unterhalb. Auch dann durchaus denkbar, dass wir einen Pull-In zu sehen bekommen. Wo ich sagen würde,
Zielregion um 175 wäre durchaus im Bereich des Denkbaren. Ist wie gesagt ein bisschen arg überdehnt jetzt auf der Oberseite, aber durch eben diesen starken Push auf der Oberseite wird es auch extrem schwer. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir das letzte Mal vor fast einem halben Jahr in den Gefilden getradet haben, wird es einfach schwer, potenzielle Kursziele auszumachen. Wir können mit der ATR arbeiten. Die ATR, können wir auch hier gleich reinschauen, die ATR liegt ungefähr bei 4,50 Dollar bis 5 Dollar. Das bedeutet also, ich würde dann an der Stelle mit der ATR einfach Kursziele auf der Unterseite projizieren. Also wenn ich sage 181, 100, 180, das ist das Ausgangsniveau, das ist vielleicht der Bereich, wo wir in den Handel reinkommen. Warten wir mal ab. Wie gesagt, da haben wir noch 3, 4 Stunden. Und dann gehen wir von der ATR tiefer aus und legen wir ungefähr um 175, 176 als Ziel von einer ATR auf der Unterseite. Das wäre auch so ein mögliches Ziel auf der Unterseite ausgehend von dieser starken Überdehnung und eigentlich der Frage, ist das wirklich so ein stark fundamentaler Treiber? Also ja, Aktienrückkaufprogramme sind bullish, das lässt sich auch zeigen. Vielleicht könnte man dazu vielleicht sogar einen Blogartikel schreiben oder irgendwie sowas. Also man darf das bullish interpretieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so nachhaltig ist, dass es besonders im derzeitigen Umfeld, wo der Markt sich so überdehnt darstellt, solch eine Bewegung dann nicht nur rechtfertigt, sondern auch in der Lage ist, diese Niveaus zu halten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein Pull-in eher wahrscheinlicher ist, als dass wir hier einen Walkthrough sehen. Auch eben deswegen, weil wir eben übergeordnet hier eine starke Widerstandsregion vorstoßen, um eben roundabout 180, also diese Region hier, diese Konsolidierungshochs. So, ja, damit haben wir zwei Plays, also AMD bzw. Meta heute. Dann, wie gesagt, nachbörslich schauen wir, was uns eben Amazon, Apple, Alphabet liefern. Werfen dann morgen natürlich hier im Morning Meeting einen entsprechenden Blick drauf. Das war's zu den Einzeltiteln. Werfen wir noch einen Blick auf die Devisen. Das wird wieder recht schnell gehen. Weil, wie gesagt, ganz besonders im Hinblick auf den Euro zum US-Dollar vor der EZB erstmal große Vorsicht angemahnt sein sollte. Wir haben gestern auf die Fed natürlich eine Reaktion im Zins zu sehen bekommen. Zins tief oder Zins runter. Das hat auch die Nachfrage in den Tech-Bereich natürlich massiv befeuert. Hat dafür gesorgt, dass der US-Dollar scharf abverkauft wurde. Nach einem kurzen Flush unter die 1,09. Hier, also beziehungsweise hier können wir es auch sehen vielleicht. Sind wir dann ausgebrochen über diese Niveaus in der Range, handelnd um das Hoch der Range, sahen den Ausbruch und einen kurzen Drive über die 1,10. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, was uns die EZB liefert. Nochmal, ich finde diese Bewegung massiv übertrieben auf der Oberseite. Es ist nicht fundamental gerechtfertigt, zumindest nicht aus der Euro-Perspektive, eher aus der US-Dollar-Korrektur-Perspektive. Ich gehe davon aus, dass früher oder später sich mal hier ein Pull-in herauskristallisiert. Wir laufen auch relativ weit schon weg eigentlich von der 200-Tage-Linie jetzt auf der Oberseite. Wir haben es hier mal, das war über 2020, das war eigentlich ein ganz anderes Umfeld natürlich, Folgen auf Covid, nach solch einem Run dann mal eine Seitwärtskonsolidierung gesehen. Also durchaus denkbar, dass das mindestens sich herauskristallisiert. Wie gesagt, wir müssen warten. Wir müssen warten, was die EZB liefert, wenn die heute eine ähnliche Kerbe schlägt. Wie gesagt, das käme mir schwer überraschend, aber sollte sie es tun, dann wäre das ein Grund, davon auszugehen, dass der Euro zum US-Dollar nach seinem kurzen Intermezzo über der 1,10 wieder in Richtung der 1,09 zurücksetzt, vielleicht sogar in Richtung der 1,08 verkauft wird. Ganz besonders, also auch das ist eine Option, sollten wir nicht ausschließen. Wir haben ja hier auch am 15. zum Beispiel, ach, Verzeihung, hier war das. Das war diese Gefilde. 15. irgendwo hier, also vieles klein, klein. Da hatten wir eine bärische Reaktion gesehen. Eigentlich ist das hawkisch gewesen und eigentlich den Euro potenziell treibend, haben aber dann mit der Rhetorik von Lagarde gesehen, dass das überhaupt gar nicht positiv vom Zinsmarkt südeuropäischer Peripheriestaaten aufgefasst wurde und eher kritisch für den Euro gesehen wurde. Hat dafür gesorgt, dass dann damals auf den initial bullischen Spike es ein scharfes Reversal gab. Es gab keinen weiteren Abgabedruck, aber das ist denkbar, dass es das heute auch eventuell zu sehen gibt. Also selbst wenn die EZB sich irgendwie restriktiv präsentiert, hat das nicht zwangsläufig zur Folge, dass wir auf der Oberseite deutlich über die 1,10 laufen. Wir sehen vielleicht maximal einen kurzen Spike und dann einen Abverkauf, weil das eben in Summe für den Euro eher Spannungen nach sich zieht und deswegen mit großer Vorsicht zu genießen wäre. Also Tendenz geht hier Richtung 1,09, 1,08er Region. Eventuell wieder wichtiger erster Support kommt um die 1,09 rein. Mal schauen, ob wir drüber uns halten oder ob wir runterfallen. Falten wir drunter, ist in den Wochenschluss sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal in Richtung der 1,08 vielleicht, beziehungsweise in den nächsten Tagen, Richtung der 1,08 eben entsprechend verkauft werden. Dollar, japanischer Yen.
ist leider kaputt. In Anführungsstrichen ist kaputt. Also meine Tendenz ging ja in Richtung Breakout höher. Ja, stattdessen sehen wir einen Flush auf der Unterseite. Verharren weiter in dieser Range jetzt hier. Auf der Unterseite 127,50, auf der Oberseite 131,50. Das Bild ist noch nicht komplett in Anführungsstrichen zerstört. Also ich habe immer noch die Option oder sehe immer noch eine Möglichkeit, sobald der US-Dollar einen Käufer finden sollte in der derzeitigen Korrektur, dass es da zu einem Break über die 131,50 kommt. Aber bis dahin jedenfalls durch die Fed jetzt gestern, besonders die Entwicklung im Zinsmarkt, ist damit jetzt jedenfalls zeitnah erstmal nicht wirklich zu rechnen. Damit war es das auch schon für den Dollar-japanischen Yen. Was viel interessanter sein dürfte, ist sicherlich das, was uns Gold hier präsentiert. Ich hätte es nicht gedacht, ich will es ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ohne Korrektur hier uns in Richtung der 2000er-Region aufmachen. Auch hier gilt es natürlich ein bisschen vorsichtig zu sein, aber das war schon gestern eine klare Ansage. Auch mit diesem Run, US-Dollar stark unter Druck, Gold von ungefähr 1920, 1930, dann im Hoch bei 1955. Das sind viel Monatshochs gewesen. Also das bedeutet, das waren die höchsten Niveaus seit April, Mai 2022, in die wir hier vorgestoßen sind. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, wir machen uns auf, in Richtung der 2000er-Region zu laufen. Ich hätte nicht gedacht, dass das ohne Pullen läuft. Also das ist ein unglaublich trendstabiles Geschehen, was wir hier zu sehen bekommen. Folgend auf die 1800er-Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Nicht, dass wir nicht long thematisiert hatten, aber ich glaube, wenn ich das nicht langfristig trade, also halte, sondern nur als Trade, ich glaube, dann habe ich hier einfach diverse Male eine Tendenz, über Gewinnmitnahmen nachzudenken oder so aggressiv mit dem Stop zu werden, dass ich infolge eines Flushouts auf der Unterseite ausgestoppt werde. Also wenn sich dieser Trend weiter fortschreibt, auch der US-Dollar keinerlei Anzeichen eben zu einer Korrektur auf den Weg bringt oder das jetzt größtenteils schon eingepreist wird im Devisenbereich, was man seitens der Fed ab der zweiten Jahreshälfte vielleicht erwarten sollte, auch wenn es jetzt noch nicht konkret formuliert ist, das hält eigentlich keinen oder lässt keinen anderen Schluss zu, als dass wir davon ausgehen sollten, dass wir zeitnah die 2000-Dollar-Marke zurückerobern und beziehungsweise sogar neue Allzeithochs zu sehen bekommen. Erinnert euch in dem Zusammenhang auch daran, auch wenn das eine sehr langfristige Betrachtung ist, aber an diese eine Grafik, die ich euch mal gezeigt hatte von, ich glaube, das war Lawrence McDonald. Ich glaube es ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie sich das dargestellt hat in Gold, performance-technisch, sobald der Zinsanhebungszyklus zum Ende kommt und sogar Zinssenkungen auf den Weg gebracht werden. Gold hat dort zurückgehend alleine für die letzten 20 Jahre Performances gesehen von 150-200%. Nachdem man schon eine Gegenbewegung gesehen hat, die substanziell eingeordnet hat werden können. Also wenn wir mal davon ausgehen, wenn wir uns jetzt hier mal die Oktober, November Tiefs anschauen, das ist Region 1620, da sind wir von dort einfach mal 20% jetzt auf der Oberseite gelaufen. Und das kann erst der Anfang sein. Also es ist durchaus denkbar, sobald der Zinssenkungszyklus dann einsetzt seitens der Fed und geldpolitische Lockerungen nötig werden, zum Beispiel um einen konjunkturellen Abschwung, einen Absturz vielleicht sogar in der USA irgendwie abzuwenden, dass das eben dann dazu führt, dass wir hier nochmal deutlich parabolisch uns auf der Oberseite beschleunigen präsentieren. Übrigens, Stichwort konjunktureller Absprung, ich habe das gar nicht gezeigt jetzt, mit dem Ausblick auf die NFPs morgen, aber durchaus schon mal jetzt relevant. ADP-Zahlen gestern ganz schwach, kamen bei 106.000 neu geschaffenen Stellen im privaten Sektor rein, gegen 278.000 erwartet. Also das war schon vorher deutlich abnehmend, das Momentum, hier möchte ich mal sagen. Der Vormonat wurde nochmal nach oben revidiert, aber es zeigt sich durch deutliche Abkühlung hier im Bereich ADP. Das bedeutet auch, dass die Non-Farm-Payrolls eher schwach erwartet werden sollten. Man hatte seitens der Fed, seitens Chairman Powell, hatte man darauf verwiesen, dass es eigentlich noch recht robust am Arbeitsmarkt zugeht. Mal schauen, ob sich diese Illusion noch aufrechterhalten lässt. Also auch hier der private Sektor sieht eine deutliche Abkühlung. Und darüber hinausgehend, auch konjunkturell, wir haben gestern ISM-Zahlen zu sehen bekommen. ISM Manufacturing fürs verarbeitende Gewerbe, gestern veröffentlicht worden, 47,4 Punkte. Deutlich unter der Erwartung von 48. Klare Rezession, also denn Einkaufsmanager-Index, sehr grob gesprochen, aber nichtsdestotrotz unter 50 Punkten, deutet auf eine wirtschaftliche Kontraktion, also eine Rezession hin. Und in Ergänzung zu dieser wirtschaftlichen Kontraktion gab es auch die Subkomponenten, die wieder ganz interessant sind. Zum Beispiel ISM Manufacturing New Orders. Da sehen wir die neuen Orders, die reingekommen sind im verarbeitenden Sektor.
unter dem Vormonat, 42,5 gegen 45,1. Die Employment-Komponente ebenfalls eher rückläufig, noch überhalb der 50, aber leicht rückläufig. Aber was besonders interessant ist, ist hier die Paid Prices. Also die sind vorher bei 39,4 veröffentlicht worden und jetzt bei 44,5. Also wir sehen einen Uptick in den Paid Prices. Erinnert euch dran, wir hatten im Hinblick auf die Paid Prices eine klare Korrelation zur Inflation skizziert gehabt. Also hier sieht man einen Uptick in den bezahlten Preisen. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier ganz kurz nochmal überlagern, dann wird klar, was ich damit meine, dass wir eventuell nicht mehr so stark eine Entschleunigung im Hinblick auf die Inflation zu sehen bekommen, als man das eventuell jetzt in den letzten Monaten gesehen hat, sondern eher eine Bodenbildung so durchlaufen. Vielleicht leicht unter 6% rutschen, aber dann so seitwärts auspendeln. Was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass geldpolitische Lockungen seitens der Fed nicht auf den Weg gebracht werden. Was wiederum natürlich eher negativ für Gold wäre. Vorausgesetzt natürlich, wir laufen nicht in eine tiefe Rezession. Denn in einem stagflationären Umfeld wiederum performt Gold erstaunlich gut. Also eigentlich bewegt sich Gold aus der Perspektive in einer sogenannten Win-Win-Situation. Also auf jeden Fall das ganz kurz nochmal hier, der Vollständigkeit halber. Diese Zahlen sind kein gutes Indiz für die US-Wirtschaft, beziehungsweise stellen die Fed vor schwierige Zeiten in Anführungsstrichen, sind aber in Summe positiv für Gold und sollten aus der Perspektive auch betrachtet werden. Und wie gesagt, das ist unglaublich trendstabil. Tiefs jetzt um 1900, das ist der nächste Support. Wenn wir drunter droppen, dann könnte eine tiefere Korrektur, sofern man von 1870 als tiefer sprechen kann, anstehen, solange wir uns oberhalb halten, eine bullische Konsolidierung hier stattfindet, ist nicht auszuschließen, dass wir zeitnah sogar 2000 Dollar die Feinunze anlaufen. Hoppala, das war der falsche. Das wär's soweit meinerseits gewesen. Ich schau mal ganz kurz, der Manuel schreibt gerade, ein Blick auf den Nasdaq, können wir natürlich auch werfen. Wie gesagt, gestern nochmal wesentlich stärker performt. Auch mit deutlicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie jetzt hier. Das sollte man nicht unterschätzen. Also das ist ein signifikanter Break höher, den wir zu sehen bekommen. Auch hier nochmal Modus etwas arg überdehnt. Besonders eben ausgehend vom Jahresbeginn eigentlich. Wir haben jetzt hier auch Aufschläge zu sehen bekommen. Größenordnung größer 15% innerhalb von rund 3 Wochen. Pi mal Daumen vom 9. haben eigentlich jetzt mit der Fed auch einen entsprechenden fundamentalen Treiber, aber nichtsdestotrotz laufen doch ein bisschen arg steil auf der Oberseite weg. Also das heißt, ein Pull-in scheint hier zeitnah denkbar, was wie gesagt dann auch in Ergänzung, sofern er sich heute darstellen würde, beispielsweise oder in den kommenden Tagen, zum Beispiel ein Pull-in-Trade für, oder inner Meta zum Beispiel, begünstigen würde. Aber in Summe kann man auf jeden Fall sagen, hier der Break über diese Region, November, Dezember hochs, 12.150 ist auf jeden Fall klar bullisch. Rückeroberung der 200-Tage-Linie, eigentlich auch klar bullisch. Und nicht auszuschließen, dass wir hier weitere Aufschläge zu sehen bekommen, bis Gefilde 12.8 zunächst. Das ist ein kleines Spike-Hoch gewesen hier im September. Das war damals auch Inflationszahlen. Beziehungsweise darüber hinausgehend sogar ein Lauf denkbar wird, der uns zurückführt in Gefilde bis hier so ungefähr 13.600, 13.700 Punkte. Also insgesamt auf jeden Fall kurzfristig ein stark bullisches Signal. Dann allerdings kurzfristig ein bisschen arg weit weggelaufen. Ich würde mal sagen, hier Schlüsselregion, Tiefs so 4,50 ungefähr, würde ich mal sagen, ganz kurzfristig. Wenn wir die droppen, dann ist denkbar, dass wir nochmal die 12.350 anlaufen, vielleicht auch ein Stück tiefer, vielleicht eine Korrektur zu sehen bekommen. Setzt aber ganz wesentlich eben voraus, dass wir auch übergeordnet dieses Signal zu sehen bekommen, dass wir jetzt in Korrekturmodus gehen, dass es doch nicht so nachhaltig ist, was da ausgegeben wurde. Also Linie im Sand heute wahrscheinlich so der Bereich 12.450. Wenn wir drunter rutschen, uns unterhalb halten, wäre Short interessant. Erstes Ziel 12.350 und darunter dann hier diese Ausbruchregion von gestern, Bereich so ungefähr um 12.100 Punkte, Pi mal Daumen. So, und das wäre es meinerseits gewesen. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Fühlt euch gut vorbereitet für den heutigen Handelstag. Wie gesagt, nachbörslich Big Tech Earnings, Apple, Amazon, Google. Heute potenziell interessant eine Meta oder auch eine AMD. Meta eventuell
Ganz besonders AMD, wie gesagt, starker Sektor. Ja, irgendwie trading-technisch vielleicht ein bisschen attraktiver als eine Meta, aber nichtsdestotrotz, also trading-technisch von Aktiengegebenheit, vom Hinblick auf die Liquidität. Aber dann wiederum Meta gestern einfach, ja, also mit diesen Busting Earnings ist was anderes, aber einfach durch den bullischen Drive, den man bekommen hat, durch eben dieses Aktienrückkaufprogramm, was angekündigt worden ist, größer 10% Marktkapitalisierung, 40 Milliarden, dann siehst du eben eine scharfe Extension auf der Oberseite. Ein Pull-in scheint da durchaus im Bereich des Möglichen. Für kurzfristige Pull-in-Trades, Momentum-Drives, ist das durchaus ein interessanter Gedanke. AMD, wie gesagt, auch Pull-in, aber nichtsdestotrotz recht stark eigentlich und demnach nicht unbedingt der Weg des geringsten Widerstandes. Deswegen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Und ja, dann noch die EZB heute. Mal gucken, was der Euro draus macht, was wir im DAX zu sehen bekommen. Der kann sich im Bereich um 15,4 auf jeden Fall aktuell halten. Morgen im Morning Meeting dann alle weiteren Details zum Wochenschluss. Und bis dahin verbleibe ich jetzt mit einem Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns dann morgen 10:30 Uhr hier gemeinsam mit Markets. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich lasst ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder. Also habt euch wohl, macht's gut, bis dann.